Geendet hatte ich gestern mit der Bemerkung, dass die Kunst auf Ausrede und Nicht-Ausrede, Nicht-Ausrede des Existenzialismus und Ausrede des Strukturalismus, dann hat sich die Kunst auf den Weg gemacht in Richtung Mimesis des Denkens, was ja bedeutet, eine Ästhetisierung des Denkens. Was genau sich dahinter verbirgt, ist sicherlich nicht mit drei Sätzen gesagt. Deswegen fange ich wie immer üblicherweise umwegig an. Aus dem Protokoll einer Vorlesung, die sich nannte Was sich zeigt, fernab, beginne ich meine Umrundung. Plötzlich tauchen sie auf. Schauen herein, ohne wirklich einzutreten. Sie setzen sich auf die Stühle, sind körperlich da, in diesem Rund, das in Wirklichkeit ein Viereck aus Tischen ist, an dessen Stirnseite, den anderen gegenüber, sitze ich in der Rolle des Vortragenden in dieser Verabredung. Frage: Was eigentlich hatte uns veranlasst, nach Wolfenbüttel in dieses Schloss, also an die Bundesakademie, in diesen Chorsaal, so wird der Raum dieser Begegnung genannt, zu kommen? Und das, wie wir feststellen können, bei allen nicht zum ersten Mal. Eine Akademie, verstanden als ein Ort des Zusammenkommens, des Lernens und natürlich des Lehrens oder wo. Jetzt, an einem Vormittag oder Morgen, dem Zeitpunkt der Vorlesung oder wann? Was ist da zu hören? Was ist zu lernen? Was ist da zu sehen? Die Sache, so schlage ich vor und damit den Anfang machend, um die es geht, ist die Kunst. Das, so setze ich voraus, war allen längst klar gewesen, auch mir. Aber ich konnte kaum anders und wollte ins Erzählen kommen. Kunst, verstanden als ein Raum, in dem man nicht bleiben kann, also ein Übergangsort. Mit anderen Worten, ein Ort, vergleichbar einem Bahnhof, den man nur aufsucht, wenn man sich auf den Weg macht und woanders hin will, sich am Anfang einer Reise befindet. Das mitgenommene Gepäck besteht meist nur aus den notwendigen Dingen, nicht unserer gesamten Habe, sondern reduziert auf das, wovon wir annehmen, dass wir es unterwegs unbedingt brauchen würden. Manche, so unterstelle ich, waren bereits vorher schon einmal am vermeintlichen Reiseziel gewesen. Und gerade diesen möchte ich erhöhte Aufmerksamkeit zu Beginn und während der Reise empfehlen. Sonst könnte es schnell passieren, dass sie, ohne es sofort zu bemerken, in den falschen Zug einsteigen und ein gänzlich anderes Reiseziel erreichen, als sie es beim Aufbruch vorgehabt haben. Oder was? Etwas Ähnliches passiert ja ohnehin, unabwendbar. Die Kunst als etwas, was sich stets verlassen muss, indem es sich vor sich selbst wirft, um sich erreichen zu können. Aus sich heraus, vor sich selbst. Sie ist sich selbst Differenz und nicht Identität. Etwas, was sich stets selbst vernichtet, überschreitet, sogar sich selbst versagen lässt, indem sie, und das erreicht sie auf diese Weise, das Unmögliche tut. Eine Überforderung. Die Einwirkung der Kunst auf die Lebensführung, ausgedrückt im Medium Leben,
Demnach wäre sie, die Kunst, die verborgene wahre Sache selbst, die sich im Leben zeigt, statt, wie man oft denkt, ein Medium zu sein, in welchem sich das Leben zeigt. Sich in etwas, dessen Gegenteil man bildet, in dem man also nicht enthalten ist, zu zeigen, bedeutet, sich einem Extrem zu verschreiben. Unterwegs zur Kunst können wir daher kaum unter dem Schutz der im Kunstsystem herrschenden Konventionen bleiben, sondern müssen die engen Fesseln der akademischen Regeln, die fordernden Verführungen des Marktes, die es ja gibt, sprengen. In der Überschreitung dieser Grenzen zeigt sich die Wirkung der Kunst im Leben. Eigenartig. Eine Einübung praktischer Lebensführung. Philosophisch ausgedrückt, eine Einübung in Weltpraxis. Also eine Veränderung der geltenden Bedingungen, verursacht durch die Bewegung des Aufbruchs. Dem Phänomen Kunst zu verdanken, mit dem das Unmögliche möglich wird, aber nicht, indem sich das eine in das andere verwandelt, sondern es bleibt das Mögliche unmöglicher. Ein Paradox. Die Kunst bleibt das Verborgene, auch und gerade, wenn sie sich im Leben zeigt. Sie zeigt sich als das Verborgene. Das Verborgene findet seinen wirksamsten und wahren Ort im Zeigen. Oder wo? Die Kunst, dieses Zeigesystem, dieser Raum, der mehr zu verbergen als zu zeigen hat. Wir befinden uns ihr gegenüber, auch in ihr, in einem Verhältnis des Verdachts. Die Wahrheit des Verborgenen wird nur geglaubt, wenn es sich um eine schwierige, unangenehme, unverständliche Wahrheit handelt. Und dieser Verdacht kann nur dann entkräftet werden, wenn er bestätigt wird. Anders, weil alle immer alles verstehen und beurteilen müssen, so glauben sie wenigstens, wird, ausgelöst durch diesen Druck, sehr schnell die Frage gestellt, bekanntermaßen, bin ich doof oder ist die Kunst, das Kunstwerk, doof? Die Antwort, meist auch zu schnell gefunden und dadurch falsch, fällt häufig zu Ungunsten der Kunst aus. Eine an sich gute Frage, deren Beantwortung allerdings viel mehr Zeit erfordert. Denn die schnelle Antwort kehrt sich nach kürzester Zeit gegen den Frager um. Keine Reflexion, selbst doof. Unsicherheit. Wir brauchen Zeit. Lassen wir uns Zeit. Diese kleine Vorrunde aus einer alten Vorlesung, aus einer älteren, bebildert das, was ich mit der Ästhetisierung des Denkens nenne, die dann beginnt, wenn man über die Verhältnisse, in denen man sich freiwillig, befindet, beginnt nachzudenken. Aber dieses, was heißt das eigentlich, diese Abbildung und diese Mimesis, dieses Vertrackte. Ich habe da eine schöne Passage im Peter Sloterdijks Denktagebuch gefunden. Er schreibt dort unter der Überschrift Hauptsätze der Ikonodynamik ein paar Behauptungen. Erstens, jede Abbildung vermehrt das Seiende. Zweitens, die Abbildung bewirkt die Entleerung des Seienden ins Bild und führt zum Wärmetod in der Wiedergabe. Drittens, was einmal auf der Bildstufe angekommen ist, kann nicht mehr ins Reale zurückgeführt werden. Wie
Viertens, sobald nur noch Bilder von Bildern erzeugt werden können, ist das Reale in den Bildern längst aufgegangen. Und fünftens, die Sorge um den möglichen Rest des Realen ist keine reale Sorge. Soweit Herr Sloterdijk. Unkommentiert, Fragen unbeantwortet, Aussagen dahingestellt. Anschlussfrage, nicht von ungefähr an dieser Stelle. Was ist Resignation? Nicht mehr glauben können, dass sich die Reise zu den Vorlesungen lohnt. Der Begriff Weltoffenheit ist nützlich, um ein Inneres zu denken, das eben keine separate Substanz voraussetzt. Setze aber statt Weltoffenheit Weltkunst. Der Begriff Weltkunst ist nützlich, um ein Inneres zu denken, weil, wie ich finde, so weit weg. Aber zurück zur Ästhetisierung des Denkens. Erst diese Ästhetisierung des Denkens hat den Weg zu den, sagen wir, zusammengefassten Begriff neuen Medien eröffnet. Ich meine damit Computer, Video etc. Dieser neuen Medien, die heutzutage mittels Programmierung, das heißt nämlich mittels Abbildung von Denkprozessen im Computer produziert werden. Sofort natürlich der Einwand. Aber die Abbildung des menschlichen Denkens, etwa mittels Computerprogramm oder einer künstlerischen Installation, ist noch kein Denken. Das Denken wird vom Menschen gebraucht zum Zweck des individuellen und kollektiven Überlebens im Sinn des Selbsterhaltungstriebs. Das natürliche Moment. Künstlerische Installationen, also auch diese Vorlesungsreihe, künstlerische Installationen ebenso wie intelligente Denkmaschinen denken nicht, sondern sie repräsentieren bloß das Denken. Jenseits jeder Sorge um das eigene Überleben und Wohlbefinden. Wir merken, oder können zumindest merken, dass die Mimesis des Denkens also in vielerlei Hinsicht mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert ist, wie es früher die Mimesis der Natur war. Ich hatte gestern schon bemerkt, dass das Denken ja zu unserer Natur gehört, das Denken können. Insofern ist die Unterscheidung nicht so gravierend, wie man eigentlich annehmen könnte. Ich will aber nicht sagen, dass wir im gleichen Topf rühren, sondern wir sind nur immer noch in der gleichen Veranstaltung. So neu ist das Neue nun auch wieder nicht. Die Kunst interessiert sich zwar für das System der Abbildungsprozesse, also für die Struktur, ich könnte auch sagen, für das Programm. Aber in erster Linie, wo diese sich selbst ad absurdum führten, da ist es spannend. Denn gerade, also sich selbst gegenüber ad absurdum führten. Denn gerade beim Abgleiten ins Absurde wird deutlich, dass sich das Bild des Denkens vom Denken selbst unterscheidet. Ich erinnere, ein Bild kommt nicht dem nach und auch nicht nach dem, wovon es Bild ist. Und es heißt ja auch, dass sich das Lebendige und Prozessuale nicht ohne weiteres mimetisch duplizieren lässt.
das ist ja. Aber je mehr man versucht, das System in seinem Ganzen darzustellen, desto mehr verliert man sich in den kleinsten Details, bis das Ganze, soweit geht das, definitiv aus dem Blick, aus den Augen gerät, also unübersichtlich wird. Die Suche nach dem Ganzen lockt einen ins Detail, wiederhole das nochmal, und schafft eine neue Unübersichtlichkeit. Denken wir an Habermas Satz über die Postmoderne, die neue Unübersichtlichkeit. Das meine ich damit. Also eine erneute Unübersichtlichkeit entsteht. Rekonstruktion immer nach Konstruktion und dann Dekonstruktion. Die Verhältnisse vollkommen umkehren, mitdenken, mehr als kritisch sein, das Kritische mit einer kritischen Betrachtung entgegennehmen und nur so. Also die Mimesis des Denkens gegen die Mimesis der Natur und das mit allen wohlgemerkt dazugehörigen Paradoxien und Schwierigkeiten wurde zum Ziel, so sagte ich schon, der künstlerischen Praxis gemacht. Und wen wundert es, die Installation, wir erinnern uns, auch dies hier ist eine Installation. Die Installation wurde dabei zum Hauptmedium der heutigen Kunst. Denn die Installation verschiebt die Aufmerksamkeit von den einzelnen Kunstwerken mit ihren Details zu dem, was zwischen diesen einzelnen Objekten präsent in Mehrzahl produziert wird und passiert. Also einen bestimmten systemerzeugenden, weil Ordnung nicht nur anheischend, sondern immer im Verdacht, dass es eine Ordnung gebe, weil es ja Kunst ist, demzufolge einen bestimmten systemerzeugenden Übergang von einem Objekt zum anderen zu schaffen. Seien sie noch so sich gegenseitig abweisend oder trennend in ihrer Präsenz erlebbar. Also das Verhältnis zwischen Präsenz und Repräsentanz ist natürlich das in der ästhetischen Erfahrung dominante Geschehen. Und jede solchermaßen erzeugte Installation demonstriert ein bestimmtes Selektionsverfahren, das diktiert, welche Objekte als Kunstobjekte einbezogen und welche als solche ausgeschlossen werden. Es demonstriert es deswegen, weil die ausgeschlossenen und die einbezogenen Objekte sich überhaupt nicht voneinander unterscheiden für den Betrachter. Und dann natürlich, an welchen Plätzen gemäß welcher Überlegung und Abwägung des Übergangs sie platziert worden sind. Also ich gucke weniger in das Einzelne, ich höre weniger die einzelne Vorlesung als ganzheitliches Geschehen, sondern sehe es als einen Aspekt, der lediglich dazu dient, den Übergang von diesem Detail zum anderen, dem anscheinend widersprüchlichen, sich zu verhalten. Ich erlebe also die Trennung zwischen dem einen Geäußerten und dem anderen. Es geht also nicht um das Geäußerte, sondern um das, was diese beiden Äußerungen präsentischerweise verbindet. Und das repräsentiert dann das Denken. Aufgemöbelt durch mein eigenes Mich
darauf einlassen. Der Verweis auf diese Situation hier muss ja nicht noch einmal erfolgen, aber wir können das sozusagen miterleben. Und der Autor oder die Autorin eines solchen Selektionsverfahrens ist zwar ein durchaus individuell zu nennender Künstler oder Künstlerin, aber jede individuelle Selektion lässt vermuten, dass sie eben nicht nur ein System privater Beurteilungen, Präferenzen oder strategischer Positionierungen vorführt, welches das Denken dieses einen individuellen Künstlers bestimmt, sondern dass dieses System auch sozial, kulturell und politisch verankert, somit gewissermaßen repräsentativ ist. Das verdanken wir dem strukturalistischen Ansatz. Und ich behaupte, dass eine solche Vermutung der Mimesis bestimmter Denksysteme eine kritische und polemische Schärfe verleihen und vor allem dann, wenn sie sich korrekt, also im System auch logisch, gezeigt hat. Und wer es glauben sollte oder annehmen sollte an dieser Stelle, die Mimesis des Denkens bedeutet nicht in jedem Fall, dass sie immateriell geworden wäre. Eine Installation, die einem bestimmten, nennen wir es Selektionscode oder Gedankengang manifestiert, ist als solche keineswegs immateriell. Vielmehr hat die Kunst dabei Projektcharakter gewonnen. Das eigentliche Kunstwerk ist die Vision einer potenziell unendlichen Reihe von Transformationen. Eine Vision, die vor allem eben auch in der Imagination des Betrachters entsteht. Ich kann es so betrachten oder so betrachten. Ich kann nach rechts damit gehen, von einem Objekt zum anderen, immer in der Zeit, so wie das hier gehörte und morgen gehörte und gestern gehörte. Ich kann mich aber auch erinnern und kann links herum gehen. Ich kann vom Jetzt Gehörten zum Gestern Gehörten gehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, was vielleicht morgen gehört werden wird in dieser installativen Reihe. Also es besteht in der Imaginationskraft des Betrachters. Das nenne ich allemal Offenheit. Das ist keine Form, die streng und nur so gedacht werden muss, sondern die auch anders gedacht werden kann. Beispielsweise links oder rechts herum, vorwärts oder rückwärts gewandt zu betrachten. Auf jeden Fall immer repräsentativ erlebt, weil immer das andere vom einen ausgelöst mitgedacht wird. Damit repräsentiert es immer in seiner Präsenz noch ein anderes. Das ist das entscheidende Moment. Deswegen lässt es mich ja auch in anderen Situationen sagen, die Bedeutung haftet dem Kunstwerk nicht an. Also das Unbedingte ist durch das Bedingte nicht zu erklären. Wahrnehmung und Wahrnehmungserfindung. Präsenz und Repräsentanz. Und das eigentlich Kunstwerk genannte ist die Vision, in solch einem Fall bei der Installation, eine potenziell unendliche Reihe von Transformationen. Noch einmal gesagt, diese potenziell unendliche Reihe ist die Offenheit schlechthin. Denn
nicht nur unterwirft der Künstler die Einmaligkeit seiner künstlerischen Entscheidung dem abstrakten, unendlichen Code, sondern das Kunstwerk hört ebenfalls auf, dieses konkrete, einmalige, vom Individuum geschaffene Kunstwerk zu sein und präsentiert sich von Anfang an unübersehbar und auch unverborgen, präsentiert es sich als Zitat, als Ausschnitt, als Dokument eines Projektes, das zwar durchaus verstanden, nachvollzogen und sogar beliebig fortgesetzt, aber eben nicht vollständig abschließend realisiert werden kann. Es bleibt dem Performativ anheim, dem offenen Prozessualen, des etwas verstehen wollen, etwas zusammenbringen wollen und dem, was in seiner Präsenz sich unübersehbar getrennt voneinander präsentiert. Und sei es noch so getrennt und voneinander geschieden, lassen wir es doch im Denksystem dessen, was die Kunst uns aufzwingt, als ein geordnetes in uns, in unserem Prozess erscheinen. Wohl wissend, dass es getrennt ist. Aber dieses Verbinden können angesichts einer Ordnung, ich nannte das gestern den Schleier der Ordnung über dem Chaos, was die Kunst bewirkt und was wir ihr sozusagen aufgetragen haben, denn die Kunst ist eine Konstruktion, eine Erfindung des Menschen, nicht naturgegeben, sondern schlicht und einfach erfunden, um gewisse Dinge, wie ihr wisst, des Unerklärlichen in die Repräsentanz tragen zu können. Was soll es bedeuten?